Während die Chinesen eine riesige Stimulusbombe ausgepackt haben, die an den Finanzmärkten für Euphorie sorgt, stehen die Amerikaner vor Lieferengpässen durch einen ausgeprägten Streik von Hafenarbeitern, der die gesamte Versorgung des Landes gefährden könnte. Und in Europa wieder mal neue Hiobsbotschaften. Erstens diese Warnung von Stellantis, diesem wahrscheinlich viertgrößten Autokonzern der Welt. Der sagt, die Zeiten werden schwieriger. Also es ist nicht nur Volkswagen, es ist nicht nur Mercedes, es ist nicht nur BMW, sondern eben auch jetzt Stellantis mit einer heftigen Warnung. Das ist das eine. Und dann Deutschland als einst so dynamische Triebfeder der europäischen Wirtschaft mit dem Eingeständnis, das wird nichts mehr mit dem Wachstum in diesem Jahr. Und das ist wohl kein Zufall, obwohl man uns doch das grüne Wirtschaftswunder versprochen hatte. Und jetzt kommt das nicht. Und jetzt heißt es, weil wir haben ja nicht genug von der Medizin geschluckt, die doch zur Heilung führen soll. Also müssen wir jetzt noch mehr von derselben Medizin, die offenkundig nicht wirklich wirkt, schlucken. Und ein Apologet dieser Auffassung ist kein geringerer als mein zweitbester Freund Marcello Fracciarino, also Marcel Fratscher, der wieder Interessantes gesagt hat und so ein Stück weit das Mindset eines bestimmten Kulturkampfes auf den Punkt bringt, der sagt, wir müssen missionieren, wir müssen die Welt gewissermaßen heilen, indem wir CO2-frei werden, wird schon wieder alles gut, dann wird auch die Wirtschaft wieder gut, dass all das bisher überhaupt nicht eingetreten ist, sondern das Gegenteil. Das steht auf einem anderen Blatt. Wir schauen uns zunächst mal die Situation in Deutschland und in Europa an und dann im zweiten Teil das, was in China passiert und was in den USA passiert. Starten aber mal zunächst mit hier dieser Deindustrialisierung, die faktisch ja hier im Gange ist. Und das Erstaunliche ist, das ist politisch ja auch gewollt, denn der Energieverbrauch, so heißt es in einem Gesetz, das November 23 beschlossen wurde, der soll sinken und zwar um 45%, egal ob diese Energie aus grüner Energie kommt oder aus fossiler Energie. Hauptsache weniger Energie verbrauchen. Wie das mit einer wachsenden Wirtschaft einhergehen soll, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Mit einer Wirtschaft, also die letztendlich Arbeitsplätze schafft, die letztendlich Sozialabgaben beinhaltet, womit dann dieser Staat finanziert werden kann, womit wir dann eben auch einen Sozialstaat finanzieren können. Also das ist schon eine etwas seltsame Idee. Wir müssen auf Teufel komm raus weniger Energie verbrauchen, egal wo diese Energie herkommt, ob sie sauber oder weniger sauber ist. Aber das ist derzeit das Programm. Das entspricht ein Stück weit auch dem Green Deal, dem European Green Deal, den die großartige Uschi von der Leyen vorgestellt hat und der sich jetzt durch sämtliche EU-Institutionen zielt. Wenn Sie in eine Bank sind, dann kriegen Sie Vorgaben gemacht, dass Sie am besten irgendwelche Firmen, die fossile Energien produzieren, keine Kredite mehr geben, sondern nur noch Firmen, die auf der Seite des Guten sind, also die nicht fossile Energie produzieren, dass wir davon schon ein bisschen zu viel haben. Schwamm drüber, gell, wir bauen nochmal die nächsten 5 Millionen Solaranlagen und noch mehr Windturbinen. Dabei haben wir doch schon, wenn Wind weht und Sonne scheint, so viel Energie, dass wir die dann zu negativen Preisen ins Ausland abverkaufen müssen, weil wir sie eben nicht wirklich in größerem Umfang speichern können. Und so entsteht also ein Kulturkampf, der die Institutionen bereits erobert hat, der für Fakten sorgt und jetzt sehen wir die Konsequenzen und jetzt heißt es, schuld sind ja die Ewiggestrigen, die sich weigern, hier die richtigen Technologien, die guten Technologien hier zu akzeptieren und zu fördern und das halte ich für sehr, sehr eingeschränkt. Schauen wir uns mal hier die globalen CO2-Emissionen an, dann sehen wir Europa, selbst die USA latent nach unten weisend, China noch nicht nach unten weisen, das könnte kommen. Man setzt hier ja sehr stark auf Elektromobilität, aber eins ist klar, es geht ohnehin bergab mit all diesen Dingen. Das soll aber jetzt noch radikaler werden. Und so hatte zum Beispiel der gute Marcello Fracciarino in einem Interview gewarnt, wenn man also jetzt zum Verbrenner Auto zurückkehre, dann wäre das wirtschaftlicher Selbstmord. Jetzt haben wir die Zahlen gesehen, die Absatzzahlen von Elektroautos in den letzten 4 Monaten. Mindestens so 20-30% rückläufig, im letzten Monat 67% rückläufig zum Vorjahresmonat. Und außerdem müsse ja wieder mehr Staat und so weiter. Dabei haben wir ja schon eine Staatsquote von 50%. Und am besten müssen wir noch mehr Schulden machen, damit die Staatsquote auch so richtig schön durchknallt. Also wir sehen, das ist
irgendwie ein Konzept, das mit Marktwirtschaft nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Und alle, die das fordern, die sind ewig Gestrige, so hat Marcellino Fracciarino hier gesagt. Ja, wir haben auf der einen Seite die, die sich in die Vergangenheit zurücksehnen, und auf der anderen Seite eben die, die sagen, wir müssen uns den neuen Realitäten anpassen, aber diese neuen Realitäten sind politisch gewollt und nicht naturgegeben, und diese neuen Realitäten sind ein Baustein dafür, dass es ökonomisch so schlecht läuft. Und es geht hier nicht um eine idealisierte Vergangenheit, in die man unbedingt zurück möchte, sondern indem man eben den Leuten und den Märkten nicht sagt, was verboten ist und was erlaubt ist, nämlich Verbrennerverbot, also ein faktisches Verbrennerverbot, das ja, soweit ich das erinnere, ab 2035 kommen soll, indem Autos keine CO2-Emissionen mehr emittieren dürfen. Und es macht ja durchaus Sinn, in der Stadt ein Elektroauto zu haben, das ist unbestritten. Aber es geht eben darum, dass man hier nicht mit der Keule draufhaut und eben sagt, alles andere ist verboten. Und genau das ist diese Unfreiheit des Denkens, genau das ist dieser Kulturkampf, der alle gegenläufigen Meinungen letztendlich zu Ewiggestrigen erklärt, die ja sozusagen aus reaktionären Motiven ja einfach nur zurück in die Vergangenheiten, wollten, aber das Ganze funktioniert nicht. Und so sehen wir auch Stellantis. Dazu gehörte Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall, Jeep, Chrysler, Dodge und wie sie alle heißen, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, all das ist Stellantis, also ein riesiger Konzern, heute mit einem der größten Aktienverlusten oder Aktienkursverlusten seit Jahrzehnten oder in den letzten Jahrzehnten genauer gesagt, weil man eben offenkundig ein riesiges Problem hat mit den Verkäufen seiner Autos. Und schauen wir uns mal die ganzen Autokonzerne an. Da gibt es einen einzigen in Europa, das ist Ferrari. Die haben noch, deren Aktien haben zugelegt. Alles andere von Renault bis Stellantis bis BMW, Volkswagen, die haben alle auf die Mütze bekommen. Heute der Autoindex im Stoxx 600 richtig nach unten geknallt oder im Stoxx 50. Also wir sehen, das ist eine Krise, die über Deutschland hinausgeht. Und jetzt gucken wir uns mal an den fossilen Verbrauch, den wir messen können, nämlich in Terawattstunden, dann sehen wir, ja, China hat so ganz entspannt gut das Sechsfache. Natürlich, die sind auch ein paar mehr, die Chinesen, das ist gar keine Frage, aber wir sehen, dass die fossilen Verbräuche in Deutschland ja latent ohnehin schon zurückgehen, also nicht so wirklich global gesehen der Faktor sind. Was entscheidend ist, ist China, und China tut etwas. Man baut Atomkraftwerke, man baut weiter Kohlekraftwerke, aber man baut eben oder setzt vorwiegend auf Elektromobilität, schon schlicht deshalb in Städten, weil eben die Luft so schlecht war, dass man da kaum mehr atmen konnte. Und viele eben dann gar keine Erlaubnis mehr bekommen, einen Verbrenner zu kaufen. Deswegen dieser große Absatz. Und diesen großen Absatz und diese große Produktion, die versucht man ins Ausland zu verschieben und die anderen Märkte damit zu fluten. Jetzt hat die EU ja Zölle erhoben und wir sehen, der Autoabsatz chinesischer Automarken oder von Importen aus China geht sehr deutlich zurück. Die guten Zeiten sind vorbei. Und warum funktioniert das Elektroauto hier nicht besonders gut? Oder warum ist die Nachfrage so eingebrochen? Dann liegt das deshalb, weil ein solches Elektroauto vor allem dann Sinn macht, wenn ich eine eigene Ladestation vor meinem Haus habe, vor meinem eigenen Haus. Jetzt haben aber die wenigsten Leute ein Haus, sondern die allermeisten sind Mieter. Und das bedeutet, das ist viel komplizierter hier mit den Ladevorgängen. Man weiß nicht, kriegt man eine Ladesäule oder nicht. Und wenn nicht, dann kann man eine Reise nicht antreten, wenn man keine Ladesäule kriegt. Deswegen sehen wir, dass Mieter vor allem selten E-Autos kaufen. Und nachdem die Markteingriffe jetzt abgeklungen sind, also die Subventionen vorbei sind weitgehend, läuft der Absatz nicht mehr. Das heißt, man hat in einen Markt eingegriffen, künstlich eine Nachfrage erzeugt. Wo dieser Eingriff endet, ist die Nachfrage plötzlich deutlich geringer. Jetzt sagt man, naja, jetzt müssen wir diese eingebrochene Nachfrage durch den nächsten Eingriff wieder reparieren. Und das ist eben immer diese Interventionsspirale, die letztendlich niemandem hilft, der Wirtschaft nicht, den Leuten nicht, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Auch wenn heute
50 Konzerne, zum Beispiel Volvo, gesagt haben, doch, das Verbrennerverbot muss beibehalten werden, weil die eben diese Ziele offenkundig schaffen. Ab 2025 musst du ja mindestens ein Viertel deiner Autos als E-Fahrzeuge verkaufen in Europa, sonst kriegst du Strafe, so wie Volkswagen wahrscheinlich. Und die, die das schaffen, die sagen, ja, also das muss ja unbedingt beibehalten werden, dieses Verbrennerverbot. Okay, kann man sagen, kann man auch nachvollziehen, wenn solche Firmen wie Volvo eben diese Vorgaben auch schaffen. Aber die Frage ist, wird das Ganze wirklich dann auf Dauer funktionieren? Und bisher funktioniert es in der deutschen Wirtschaft nicht. Das liegt nicht nur an der Regierung, das liegt auch an der Vorgängerregierung, das liegt an Dingen wie dem Ukraine-Krieg, der Deutschland besonders getroffen hat, mit Energieversorgung. Alles schon klar, aber es ist eben auch kein Zufall, dass innerhalb der Eurozone, wenn wir uns mal den Economic Surprise Index anschauen, den Sie auf der linken Seite sehen, Deutschland blau, ganz, ganz unten, viel schlechter als Frankreich, Italien und Spanien. Und das liegt eben daran, dass wir das mit dieser ganzen Ideologie in Deutschland so ernst nehmen, dass wir notfalls unsere Wirtschaft über die Wupper gehen lassen. Das sehen wir dann auch im IFO-Index, der ja fällt und fällt und fällt. Und heute kam raus eine Unternehmens- oder eine Umfrage von McKinsey, die haben 130 Vorstände in Deutschland gefragt und nur 2% von denen glauben, dass die Erneuerung der deutschen Wirtschaft auf einem guten Weg sei. Also nur 2% des obersten Managements in Deutschland sieht diese Wende, diese Energiewende irgendwie als aussichtsreich. Die anderen sagen eher nicht. Das heißt, das sind ja Leute aus der Praxis, die sehen, was sozusagen passiert und die sind jetzt nicht so begeistert. Und in der Summe, und das ist dann das Eingeständnis, musste die Bundesregierung heute sagen, nichts mehr mit Wachstum 2024. Im Grunde stagniert Deutschland seit 3 Jahren. Und das, wo uns Kanzler Scholz vor 1,5 Jahren versprochen hat, das grüne Wirtschaftswunder mit massiven Investitionen, und das ist irgendwie nicht eingetreten. Es wurde viel investiert, aber jetzt klappt der Absatz weg. Das ist bei Ladesäulen der Fall, das ist bei E-Autos der Fall. All diese Dinge funktionieren nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, was tun? Noch mehr E-Autos bauen, damit das Ganze dann unbedingt funktioniert und dass all das auch anders ginge, das zeigt die Schweiz. Wir haben in der EU wie auch in Deutschland sehr viele Regularien, sehr viele Vorgaben, so muss das sein und so anders darf es nicht sein. Die Schweiz ist viel freier, eine freie Marktwirtschaft, und hier sehen wir, die Industrieproduktion geht weiter nach oben. Bei uns geht sie nach unten, weil wir solche Leute wie Marcello Frascherino immer in die Talkshows einladen und weil eben solche Leute, die letztendlich Degrowth propagieren, also eine Schrumpfung propagieren, weil die eben en vogue sind und sagen können, wo es lang geht. Und das in einem Land, das ohnehin schon starke Belastungen hat durch Steuern. Hier sehen wir mal Deutschland an zweiter Stelle nach Belgien, Steuern und Abgaben und vor allem Sozialabgaben. 20,6%. Es gibt kein Land, das hier auch nur ähnlich hohe Sozialabgaben hätte. Das heißt, den Leuten bleibt immer weniger in der Tasche. Und das ist genau das große Problem. Wenn sie weniger in der Tasche haben, kaufen sie auch keine Autos, dann konsumieren sie weniger, dann kaufen sie auch keine E-Autos vor allem. Genau das ist das riesige Problem. Und weil den Leuten wenig in der Tasche bleibt und weil die Wirtschaft in der Eurozone ohnehin schwach ist, sehen wir Italien, die Inflation unter 1%. In Deutschland haben wir jetzt 1,6% nach den neuesten Daten. Also Inflation geht nach unten, ist ja an sich eine gute Sache, aber ich glaube, hier handelt es sich vor allem um eine schwache Wirtschaft, die das Ganze mit nach unten zieht. Also Auftritt von Lagarde, die sagt, ja, das dürfte so aussehen, dass wir im Oktober dann die Zinsen senken. Denn so Lagarde, wir warten nicht, bis alles unter 2% ist oder bei 2%, bevor wir mit den Zinssenkungen beginnen. Aber man hat schon sehr lange gewartet, bis man mit den Zinsanhebungen begann. Da waren wir, glaube ich, in der Eurozone schon so bei 7% oder irgendwie sowas. Und so sehen wir jetzt den Scherbenhaufen, der letztendlich vielleicht durch Zinssenkungen repariert werden kann. Aber die eigentliche Ideologie, das ist die Ideologie der Deindustrialisierung, die politisch gewollt ist. Und das ist ein Riesenproblem. Wäre es nicht so traurig, wäre es fast schon lustig. Aber meine Kinder, die haben vielleicht dann nicht so eine gute Zukunft und ihre auch nicht. Und das finde ich nicht so cool wiederum. Und wenn Sie mehr Informationen zu dieser Deindustrialisierungsideologie haben wollen, dann empfehle ich diesen Artikel gerne weiterempfehlen. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, den Link packe ich Ihnen wieder unter das Video, da wollen wir uns mal die Dinge in China und den USA anschauen. Da gibt es ebenfalls Spannendes zu berichten. Also bis gleich. Servus, ciao.